Hallo, ich grüße euch aus Rumänien. Wir reisen gerade mit unserem Wohnmobil durch dieses wunderschöne Land und sind gerade am Fuße der Karpaten in einem kleinen Tal. Und ich möchte in diesem Video mal zeigen, wie wir das mit der Trinkwasserversorgung machen. Ich habe einen automatisierten Aquamichel Mini an Bord, mit dem wir unser Wasser filtern. Und damit dieser Filter für den mobilen Einsatz optimal geeignet ist, habe ich ein paar Modifikationen vorgenommen. Und was ich da genau gemacht habe, wie ich ihn erweitert habe, das zeige ich in diesem Video. Ich bin Michael Scholze von Lebendiges Trinkwasser und betreibe den Blog www.lebendigestrinkwasser.de, wo du viele Infos rund um gesundes Wasser und Wasserfilter findest und ganz viel zu der Osmoseanlage Aquamichel Mini, die man sich auch selber bauen kann in unterschiedlichsten Variationen. Vom Ursprung her ist der Aquamichel Mini eine ganz minimalistische Umkehrosmoseanlage, wo nur das drin ist, was nötig ist, um reinstes Wasser zu bekommen und wo alles weggelassen wurde, was für den Komfort wichtig ist, um den Filter besonders klein, einfach und preiswert zu machen und leicht selber nachbaubar. Im nächsten Schritt, als ich ihn dann noch weiterentwickelt habe, habe ich ein Automatisierungsset entworfen, mit dem man ihn voll automatisieren kann. Dann ist er nicht mehr minimalistisch, aber dann wird er super komfortabel. Und darüber gibt es schon einige Videos, wo ich gezeigt habe, wie man das aufbauen kann. Und jetzt in diesem Video geht es ganz speziell um den Einsatz im Wohnmobil. Was ist da zu beachten? Was habe ich hier zusätzlich jetzt noch getan, damit das im mobilen Einsatz optimal funktioniert? Ja, hier unten in dieser grauen Eurobox, da ist der ganze Aquamichel Mini drin. Die zeige ich gleich nochmal genauer, ich hole den gleich auch raus, aber vielleicht zeige ich im ersten Schritt mal, wie er verwendet wird. Das ist ziemlich einfach. Hier an der Spüle gibt es diesen kleinen silbernen Schalter in der Mitte. Da drücke ich einmal drauf und dann läuft der Rest automatisch ab. Ich zeige das jetzt mal im Einzelnen. Hier in unserer Spüle gibt es zwei Wasserhähne, den Brauchwasserhahn für den Abwasch und diesen kleinen drehbaren und sogar herausziehbaren Hahn für die Osmoseanlage Aquamichel Mini. Ich stelle einfach meine Karaffe hier unter den Hahn, drücke auf diesen Taster und schon legt die Anlage los. Sie filtert jetzt sofort los, weil ich sie vorhin schon benutzt habe. Da sind die Spülungen schon mal gelaufen und die Stehwasserspülung ist in diesem Fall jetzt nicht nötig, deswegen fängt sie sofort an zu filtern. Dann habe ich hier ein kleines Fläschchen mit Urmeerwasser, mit Kristallsalz quasi, und gebe noch ein oder zwei Tropfen dazu, damit das Wasser von der Karaffe energetisch optimal aufbereitet werden kann. Und mehr habe ich jetzt nicht zu tun. Jetzt kann ich in der Küche oder irgendwo anders andere Dinge machen, wenn die Karaffe voll ist. Dann schaltet sich der Filter selber aus und macht ein paar Minuten später noch eine abschließende Membranspülung. Ja, bevor ich die Anlage jetzt mal hier unten raushole, noch ein, zwei Worte zu dieser grauen Box. Warum habe ich den in diese Box gestellt? Das ist auch ein gewisser Schutz, wenn mal was kaputt gehen sollte in der Anlage und Wasser läuft aus, dann läuft es erstmal in die Box und die Box selber hat unten noch einen kleinen Auslauf mit einem kleinen Rohrstutzen dran und der, jetzt hat er gerade die Karaffe vollgefüllt. Dieser kleine Auslauf in der Eurobox, der führt in einen Rohrstutzen, der aus dem Fahrzeug rausführt. Das heißt, wenn wirklich mal Wasser austreten sollte, dann läuft es in die Box rein und kann über diesen Rohrstutzen das Fahrzeug verlassen, ohne dass es im Fahrzeug eine Überschwemmung gibt. Es ist noch nicht so ganz optimal, weil theoretisch könnte es noch oben herausspritzen, weil die nach oben offen ist. Das müsste eigentlich auch noch zu sein. Dann wäre es 100% perfekt. Aber das war für mich jetzt erstmal so die einfachste Lösung. So, jetzt hole ich das Ganze mal raus und dann zeige ich, was ich alles erweitert und modifiziert habe, speziell auch für diesen Betrieb im Wohnmobil. Das ist hier der Aquastop-Sensor, der die Anlage ausschaltet, wenn es in der Box unten feucht wird. Den klemme ich jetzt ab, weil ich die Kabel nicht mit rausnehmen kann. Und an diesem Kabel hängt auch der Anschluss von diesem kleinen Schalter. Das lasse ich jetzt hier liegen. So, hier zeige ich nochmal die Box. Hier unten sieht man diesen Messingstutzen, der am Ende unten
aus der Box herausführt, der dann in ein Rohrstück geht, was aus dem Fahrzeug rausführt. Und dieses Holzstück hier unten ist nur, damit der Filter in der Box jetzt nicht in eine Position rutscht und dieses Messingstück irgendwie verdeckt ist oder so, dass das einfach immer frei ist, damit das Wasser dort ablaufen kann, falls im Notfall mal was austritt. Ja, ein paar Worte vielleicht kurz, wie ich das Ganze im Wohnmobil überhaupt angeschlossen habe. Es gibt einen Brauchwassertank weiter hinten im Auto, wo wir 150 Liter Frischwasser mitführen. An dem Brauchwassertank, der bei uns aus 8 mm starken Polyethylenwänden besteht, habe ich solche Schottverbinder angebracht und einmal von unten ein Schlauchstück, was für die Leitungswasserzufuhr bis wenige Zentimeter über den Boden geht und für das Spülwasser ebenfalls ein Schlauch, der auch ungefähr 10 cm über dem Boden endet. Und dann kann ich von oben einfach auch solche Winkelverbinder einstecken, wie ich sie hier auch einstecke und quasi so diesen Filter mit dem Brauchwassertank verbinden. Der Trick ist bei einer Osmoseanlage im Wohnmobil, dass man das Spülwasser wieder zurück in den Brauchwassertank führt. So hat man keinerlei Wasserverluste. Und wenn dieses Brauchwasser nicht nur für die Osmoseanlage, sondern auch noch für den Abwasch zum Händewaschen und um sich selber zu waschen verwendet wird, ist da so viel Austausch drin und so häufig ein Wasseraustausch gegeben, dass das in der Praxis ganz gut funktioniert. Wir sind jetzt schon seit mehreren Wochen damit unterwegs und es hat sich bewährt. Für den mobilen Einsatz habe ich jetzt ein paar Dinge erweitert bzw. anders gemacht als bei dem automatisierten Aquamichel Mini, der für den Betrieb in der Küche gedacht ist. Und das ist jetzt eine Version, die ist schon ziemlich gut für beides geeignet, sowohl für den mobilen Betrieb als auch für die Küche. Erstmal habe ich hier eine Pumpe eingebaut, die keine Druckerhöhungspumpe ist, sondern eine selbstsaugende Pumpe, weil sie das Wasser ja direkt aus dem Brauchwassertank des Wohnmobils saugt, ist es wichtig, hier diese selbstsaugende Pumpe zu haben. Und diese Pumpe kann man nicht so gut in der Küche verwenden, wenn man sie einfach so anschließt, weil der Druck dann zu hoch wird. Da kommt man dann schnell deutlich über 6 Bar, wenn man einen Vordruck von wenigen Bar in der Küche schon hat. Und um das zu kompensieren, habe ich einen Bypass eingebaut. Das ist hier unten dieser blaue Schlauch. Der ist hier, gucken, ob man das richtig sieht, hier gibt es ein T-Stück am, das ist quasi der Pumpeneingang hier. Hier ist der Pumpenausgang. Da ist ein weiteres T-Stück dazugekommen. Und über diese beiden T-Stücke mit diesem Schlauch und diesem Stellventil mit der Rändelschraube ist der Bypass verbunden. Wenn ich diese Rändelschraube jetzt ganz schließe, dann ist die Pumpe im normalen Betrieb ohne Bypass. Dann ist ja dieser Schlauch quasi verschlossen. Dann bringt sie ihre volle Leistung, ihren vollen Druck. Für den Betrieb im Wohnmobil hat man diese Schraube entweder geschlossen oder ganz, ganz leicht geöffnet. Ich würde empfehlen, sie ganz leicht zu öffnen, damit wenigstens ein kleiner Wasserfluss hier drin ist, damit man einfach kein stehendes Wasser hat, in dem sich dann leichter mal Keime vermehren können. Und im Betrieb in der Küche, wenn der Druck zu hoch wird, dann öffnet man einfach diese Rändelschraube ein bisschen. Und je weiter man die öffnet, desto mehr wird ja von dem Wasser, was hier aus der Pumpe rausgepumpt wird, zurück zum Eingang geführt und dann sinkt dieser Druck ab. Und dann kann man sehr schön mit dieser Rändelschraube den Druck genau so einstellen, wie man den braucht, nämlich auf einen Wert zwischen 5 und 6 Bar. Ja, damit ist es dann sehr einfach, zwischen Küche und Wohnmobil zu wechseln. Man muss lediglich einmal den Druck wieder anpassen über die Einstellung an dieser Rändelschraube und dann kann man das mit ein und derselben Pumpe tun. Dann habe ich jetzt hier noch einen weiteren Bypass eingebaut, der dieses Magnetventil für die Leitungswasserzufuhr überbrückt. Das ist mehr so eine improvisierte Lösung. Das würde ich jetzt nicht als endgültige Lösung sehen, weil es gibt eine bessere Lösung dafür. Das Problem ist, dieses Magnetventil für die Leitungswasserzufuhr hat einen Querschnitt, der relativ eng ist und im selbstsaugenden Betrieb ist das hinderlich und dann baut die Pumpe manchmal nicht genug Druck auf, weil einfach der Querschnitt in diesem Magnetventil zu klein ist. Jetzt ist es aber so, dass man im Wohnmobil dieses Magnetventil eigentlich gar nicht braucht, weil man hat ja keinen Vordruck, der Wasser hier durchdrückt, sondern das ist ja einfach mit dem
Wasser aus dem Brauchwassertank verbunden und das fließt nicht von selber hier durch, sondern weil ja halt kein Druck da ist. Deswegen kann man das Magnetventil auch weglassen und das Ein- und Ausschalten des Filters passiert dann dadurch, dass sich die Pumpe ein- und ausschaltet und dann erst den Druck aufbaut. Deswegen habe ich jetzt hier für den Wohnmobileinsatz das einfach überbrückt mit diesem Kugelhahn, der ist ja geöffnet, so dass es quasi kurz geschlossen ist. Das Wasser kann direkt quasi hier oben am Magnetventil vorbei in die Pumpe fließen und dann ist der Querschnitt wieder groß genug, so dass die selbstsaugende Pumpe damit auch gut klarkommt. Ich habe jetzt sogar noch dieses Magnetventil hier vom Strom genommen. Ich habe einen Stecker abgezogen, weil es halt nicht gebraucht wird und sonst auch nur, wenn es nicht mit Wasser durchflossen wird, relativ warm wird. Und das ist halt auch ein Stromverbrauch, der im Wohnmobil unnötig ist. Die bessere Lösung dafür wäre, dieses Magnetventil ganz von der Montageplatte zu entfernen und fest in der Küche zu installieren, weil nur da wird es gebraucht. Dann würde man das quasi ganz an den Eingang setzen und ja, man müsste noch dieses Schmutzfängersieb davor haben in der Küche, sowohl in der Küche als auch im Wohnmobil, aber das Magnetventil selber wird halt hier im mobilen Betrieb gar nicht gebraucht und ich würde es viel näher an den Wasserhahn in der Küche montieren und mit dem Kabel muss man mal gucken, das muss man dann extra führen und im Küchenbetrieb muss man dieses Kabel dann halt mit anschließen und im mobilen Betrieb nicht. Da muss man sich noch ein bisschen was überlegen, aber das kann man gut machen, so dass das Magnetventil quasi zur Küche gehört und im mobilen Betrieb gar nicht dabei ist. Ja, das sind die beiden Sachen, die ich hier auf dieser Seite der Montageplatte modifiziert habe. Jetzt zeige ich noch mal die andere Seite, da ist auch einiges anders. Hier erstmal die Stromversorgung fürs Wohnmobil. Ich habe hier einfach so einen 12-Volt-Stecker genommen. Und jetzt ist es aber so, dass hier auf der Rückseite der Controller, der kann zwar mit 12 Volt arbeiten, aber Magnetventile und Pumpe nicht, die brauchen 24 Volt. Der Controller kann auch 24 Volt, der kann beides, dem ist es wurscht. Aber für die anderen Komponenten brauchen wir halt die 24 Volt. Und die Frage ist, wo kriegt man jetzt 24 Volt her in einem 12 Volt System? Gibt zwei Möglichkeiten. Man kann natürlich dasselbe tun, wie man in der Küche auch hat, ein Netzteil davor hängen und das Netzteil im Wohnmobil an einen Wechselrichter anschließen. Das ist für mich die zweitbeste Lösung, weil der Wechselrichter dann halt immer an sein muss, wenn der Wasserfilter benötigt wird. Und bei uns ist es jetzt so, wir haben den Wechselrichter nur wenig an. Eigentlich nur, wenn ich meinen Laptop auflade sonst oder wenn wir in der Küche ein kleines Gerät benutzen. Und sonst ist er die meiste Zeit aus, weil der hat ja auch einen Ruhestromverbrauch, den man im Wohnmobil möglichst reduzieren möchte. Deswegen hat man den eigentlich gerne aus, um möglichst sparsam mit seinem Strom auch umzugehen. Ja, und damit wir den Wechselrichter hierfür gar nicht brauchen, habe ich hier eine andere Lösung gewählt. Dafür gibt es diesen kleinen Kasten hier oben. Das ist so eine einfache Verteilerdose aus der Elektroinstallation. Und da drin befindet sich ein sogenannter Step-Up-Konverter. Das ist eine kleine elektronische Schaltung. Da gibt man diese 12 Volt rein über diesen 12 Volt Stecker. Und dann hat er einen Ausgang, da kommt eine regelbare Spannung raus bei diesem Konverter. Da gibt es hier oben dieses kleine blaue Potentiometer, mit dem man das einstellen kann mit einem kleinen Schraubendreher. Den stellt man so ein, dass halt genau die 24 Volt rauskommen. Und dann hat man quasi hiermit seine 24 Volt Versorgung für die Anlage. So ein Teil ist gar nicht teuer. Das kriegt man bei eBay für deutlich unter 10 Euro, irgendwo zwischen 5 und 7 Euro meistens. Die werden in China hergestellt, diese Teile, aber funktionieren ziemlich gut für diesen Anwendungsfall und haben sehr viel mehr Leistung als hier gebraucht wird. Der wird so gerade mal lauwarm, dass es auch kein Wärmeproblem gibt. Das hat sich eigentlich auch gut bewährt in dieser Schaltung hier. Ja, und dann sieht man schon mit den Kartuschen, das sieht ja auch ein bisschen anders aus. Ich habe hier größere Vorfilterkartuschen drin. Das sind an sich dieselben wie beim Aqua Michel Mini in der Originalform, den grünen Aktivkohlefilter und den blauen Sedimentfilter, nur in einer Nummer größer, in 2,5 Zoll Durchmesser, genauso dick wie das Membrangehäuse sind die. Und
Das Einzige, was hier anders ist, sie sind anders befestigt. Die kleinen sind ja über solche Doppelklipse am Membrangehäuse befestigt. Die großen sind direkt über die gleichen Klipse, mit denen auch das Membrangehäuse auf dem Brett montiert wurde. Mit denen kann man auch diese Filter auf dieses Brett montieren. Die gibt es auch bei uns im Shop, diese beiden größeren Vorfilterkartuschen. Die habe ich deswegen gewählt, weil zum einen sind sie in der Lage, eine größere Menge an Wasser zu filtern. Zum anderen, weil sie einfach mehr Filtermedium haben, sind sie nicht ganz so schnell verbraucht. Man hat ja, wenn man reist, sehr unterschiedliche Wasserqualitäten in seinem Brauchwassertank. Mal sind mehr Schwebstoffe drin, mal weniger. Und der kann halt einfach ein paar mehr Schwebstoffe fassen, so ein größerer Sedimentfilter. Und auch der größere Kohlefilter kann ein paar mehr Schadstoffe binden. Und deswegen habe ich mich hier für die größeren entschieden. In der Anleitung, in dem Anleitungsvideo für den automatisierten Aquamichel Mini, wo ich zeige, wie das Ganze auf diesem Montagebrett montiert wird, da sind im Bohrplan sogar schon die Löcher vorgesehen für diese Klipse. Ich habe nur noch kein Video gemacht, wo ich mal zeige, wie es fertig aussieht. Da ist dieses jetzt das erste Video, wo man das sehen kann. Ja, und dann sieht man hier diese blaue Kartusche, die ich hier in der Hand halte. Da drin ist ein Keramikfilter. Das ist einfach ein zusätzlicher Keimschutz, weil auch so unterwegs weiß man ja nie so genau, wie die Keimbelastung im Brauchwasser ist. Und das Risiko, dass sich mal Keime im Aquamichel Mini ansammeln können, ist höher als zu Hause in der Küche. Deswegen wollte ich auf Nummer sicher gehen und habe einen zusätzlichen Keimschutzfilter dazu gemacht. Das ist eine sehr feinporige Keramik, die Mineralien und Schadstoffe durchlässt, aber Keime halt nicht. Dafür ist sie fein genug und die anderen Schadstoffe sind ja nicht mehr drin, weil das habe ich ja schon mit der Umkehrosmosemembran rausgefiltert und der Ausgang der Umkehrosmosemembran hier, der ist mit dem Eingang dieses Keimschutzfilters verbunden und der Ausgang des Keimschutzfilters, der geht dann wieder zurück zu den Magnetventilen, wo es dann halt zu dem Auslaufhahn geleitet wird. In diesem blauen Filtergehäuse ist so eine keramische Kartusche von der Firma Katadyn. Die Kartusche nennt sich Ceradyn und sieht so aus. Das hier ist eine sehr, sehr feinporige Keramik und im Inneren ist noch so ein Silberquarzkies, der eine Wiederverkeimung bei Stillstandzeiten verhindert. Und man kann diese Kartusche, wenn sie sich mal zusetzt, kann man die von außen reinigen, die kann man wieder abscheuern, dass sie wieder so blank wird und dann kann man sie auch trocknen und aufbewahren, bis man sie das nächste Mal benötigt. Für diese Kartusche gibt es auf dem Markt zwei verschiedene Filtergehäuse, einmal dieses blaue und dann noch ein anderes, was etwas unförmiger ist, sage ich mal, unförmiger in dem Sinne, dass man es nicht so leicht irgendwo befestigen kann, weil die äußere Form konisch ist. Hier dieses blaue Gehäuse gefällt mir besser, weil es einen gleichmäßigen Durchmesser hat und der auch noch 2,5 Zoll ist, sodass es in die gleichen Klipse passt, wo auch das Membrangehäuse oder diese Vorfilter reinpassen. Und ich habe mir jetzt hier noch so Doppelklipse besorgt, dass ich es aufs Membrangehäuse draufklipsen kann, weil ich jetzt hier keinen Platz mehr auf der Montageplatte hatte. Sonst wäre es noch besser, das auf der Montageplatte zu platzieren, weil es da einfach noch fester ist. Ja, und vor der Reise hatte ich den Aquamichel Mini auch genau so, wie er hier aufgebaut ist, bei uns in der Küche in Betrieb. Und wie gesagt, in der Küche ist dann dieser Hahn geschlossen, beziehungsweise in einer perfekteren Version dieses Magnetventil gleich irgendwo ganz anders montiert, in der Nähe des Wasserhahns. Und hiermit habe ich einfach den Druck angepasst und das nutze ich in der Küche natürlich auch nicht mit diesem Step-Up-Konverter hier oben, sondern dann im Küchenbetrieb ziehe ich einfach diesen Stecker raus. Das ist der Ausgang dieses Step-Up-Konverters und da stecke das Netzteil dort ein. Und dann kann ich genau die gleiche Anlage auch in der Küche nutzen. So werden wir es auch wieder tun, wenn wir von der Reise zurück sind. Dann wird diese Anlage so in der Küche für uns weiterfiltern.
Ja, ich hoffe, dass dieses Video, auch wenn es jetzt keine Schritt-für-Schritt-Anleitung ist, doch ausreichend viel Informationen gibt, dass du in der Lage bist, wenn du ein Wohnmobil hast und sowas nachbauen möchtest, dass du das selber für dich auch so umsetzen kannst. Abschließend noch ein kleiner Hinweis. Es gibt ja auch Menschen, die diese ganze Automatisierung gar nicht wollen oder denen das zu teuer ist. Man kann den Aqua Michel Mini auch in seiner ursprünglichen Form im Wohnmobil nutzen und einfach mit einer Pumpe ergänzen. Einfach mit dieser Pumpe, so einem Schmutzfängersieb, ohne die ganzen Magnetventile und Elektronik, einfach nur diese beiden Sachen. Und wenn man die Pumpe auch zu Hause als Druckerhöhungspumpe auch nutzen will und sie nicht fest ins Wohnmobil einbaut, dann macht man diesen kleinen Bypass noch dazu. Dann hat man eine minimalistische Version, mit der man den Aqua Michel Mini auch ohne die ganze Automatisierung sowohl im Wohnmobil als auch in der Küche nutzen kann. Für dieses Video war es das erstmal. Wenn du rechtzeitig informiert werden willst über neue Videos, wenn wir Webseminare anbieten oder andere Neuigkeiten haben, dann abonniere meinen Newsletter, klicke auf den hier eingeblendeten roten Button und trage deine E-Mail-Adresse ein, dann kriegst du ab und zu eine E-Mail mit Neuigkeiten von mir. Alles Gute aus Rumänien. Tschüss.